Ihr seid von dem Hafen aus mit Hilfe der Schuppe ohne Probleme in Richtung der Torvaler Festung gelaufen und konntet euch dort mit Händen und Füßen und Boltaks Dolmetscherkunst im Rogolan verständlich machen. Stirbjorn schließt sich euch an und so könnt ihr aufbrechen. Zunächst geht es in Richtung des Raya-Tempels, den ihr wieder eingesegnet habt. Profan mit den Mitteln, die euch hier gegeben sind. Einige Gebete sprechen, einige liturgische Wirkungen den Göttern herabrufen. Zulamin, was hast du gemacht? Ja, Zulamin hat den inneren Kreis der Helden noch einmal um die weiße Pferdestatue versammelt, die Boltax so fachkundig repariert hat, und hat dann einen Märtyrersegen auf alle gesprochen. Denn jetzt gilt es. Und ja, wir sind im Auftrag der Götter unterwegs, um diese Pforte des Grauens zu schließen. Und wir werden alles tun, was dafür nötig ist. Was tut der Märtyrersegen? Der Märtyrersegen sorgt dafür, dass wir keine Erschwernisse mehr durch Wunden oder wenig LEP kriegen. Also diese Schwellen entfallen dann. Wenn wir trotzdem eine Selbstbeherrschungsprobe würfeln müssen, sind die nach dem, was ich gewürfelt habe, um 3 erleichtert. Und wir kriegen aber auch nicht mehr so richtig mit, wie schwer verwundet wir sind. Das heißt, wir verwalten unsere Lebenspunkte nicht mehr selber. Denn wir sind relativ drauf. Also entrückt ist nur Zulamin, aber ja, die Wirkung des Segens bekommen auch die anderen mit. Das bedeutet, solltet ihr von einem Schwert, Dolch oder Streitkolben angegriffen werden, dann werde ich euch die Schadenspunkte nicht verraten und ihr könnt alles an Schaden in die Box würfeln. Hast du weitere liturgische Kenntnisse gesprochen? Nein, das war's von Zulamin. Okay. Abelmir hat noch einmal die Pferdestatue betrachtet und zurückgedacht an die Szene in Gareth, wo du deinem Pferd die Kehle aufgeschnitten hast. Boltax hat die Statue ebenso betrachtet, wo er ihr ein neues Gesicht gegeben hat. Diamantis betrachtet den Bolzen seiner Armbrust, den Abelmir ihm eingesprochen hat, Raphim derweil. Naja, Raphim würde nach dem Märtyrersegen nach und nach um die Statue herumschreiten und schneidet sich das erste Mal den Arm, ruft bei jedem weiteren Schnitt einen Namen des Mitleidlosen heran. Vater Farmalor, zeige hier und heute diesen Paktierern, diesem Schmutz, deine Schuppen. Segne einen deiner Söhne mit deiner Stärke, auf dass ihre Klingen von uns abgleiten, auf dass unsere Klingen in sie gleiten. Ihm wirkt ein schwarzes Fell. Und Farmalo antwortet. Schwarzrote Schuppen, die unter deiner Haut emporpuchern, einen widerlichen Blick von Boltax, den du noch erhältst, wenn er bemerkt, wie sich deine Rüstung anspannt, deine Muskeln und das ein oder andere Kettenglied wohl auch versucht nachzugeben, teilweise reißt und du dann in deinem schwarzen Fell dort stehst, beziehungsweise in den schwarzroten Schuppen, die Farmalor und Cor dir geschenkt haben. Als Sohn von Cor. Jalan, was hast du gewirkt? Jalan hat mit allen ein eigentlich relativ profanes Abendmahl abgehalten im Tempel und hat an jedem dabei unauffällig durch einen Handschlag einen Glückssegen mitverteilt. Leider hat Raphim auch schon unter Beweis gestellt, dass Fex immer noch definitiv nicht mit uns ist. Und anschließend hat er dann, also ein wenig später, hat er dann alleine den Schutz seines Patrons des heiligen Albuin erflohen. Was überraschend unauffällig einhergeht, dafür, dass es angeblich eine Preisliturgie ist. Er ist immer nicht golden, er blinkt nicht im Licht. Wir werden sehen. Als ihr gemeinsam nach draußen tretet, gewappnet, Raphim passt kaum noch durch die Tür, muss seinen Kopf mehrere Male einziehen und Diamantes kann sehen, dass wohl die Swafnir-Geweihte ihre Sprechung erfüllt hat und der Nebel mittlerweile aus der Stadt, wenn auch nur für kurze Zeit, verdrängt worden ist. Auch wenn die Gassen und Winkel immer noch nicht zu stimmen scheinen, könnt ihr euch nicht ganz orientieren, sodass es einige Zeit braucht, bis ihr dann über die Brücke, über die Terrenbrücke geschritten seid. Der Tag ist gespenstisch ruhig. Aber Diamantes, sehr erfahren wie du bist, du wirst wohl
Mitbekommen, wie das nur die Ruhe vor dem aufziehenden Sturm ist. Das Wetter wird sich wohl ungewöhnlich schnell verändern. Entweder hat hier Charybdoroth oder ihre Gegenspielerin Bekelel ihre Hände mit im Spiel. Wir haben nur ein kleines Zeitfenster. Ja, der Nebel hat sich zwar gelichtet, wie die Effort-Geweihte verschwunden hat, aber irgendwas liegt hier in der Luft. Es wird wieder eine Wetterveränderung geben. Wir sollten uns beeilen und ranhalten. Wir sollten auch vorsichtig sein. Ich traue diesen Gassen nicht. Die Götter werden uns bewahren. Ihr seht, wie weitere Bewohner aus Janka sich zurückgezogen haben, über die, ja, der Nebel, der seit vielen Jahren über der Stadt liegt, der sich nun verändert hat, der sich nun zurückgezogen hat, ist ihnen wohl. Diese Wetterveränderung mag ihnen nicht gefallen. Wir können sehen, wie weitere Hunde in den Straßen sich umhertollen, verschwinden, euch Platz machen, gerade wenn Rafim mit seinem raubtierhaften Geruch dran vorbeischreitet. Mira selbst hält wohl einigen Abstand, jetzt wo er stinkt wie ein Drache. Nur Zulamin, die Mira noch ein bisschen bändigen kann. Weitere Laden, Fensterläden, die klacken, Holz, die verschlossen wird und die ein oder anderen humpelnden, hüpfenden Gestalten, die über die Ternenbrücke euch vorauseilen und euer Ankunft ankündigen. Der Odem von Charybdoroth weht über Janka. Überall riecht es nach Fisch und nach Algen. Und so, nach ungefähr einer Stunde, die ihr durch die Gassen geirrt seid, betretet ihr das Viertel, das euch bisher noch verschlossen ward. Über die Ternenbrücke schritten, steht ihr immer andere, in einem anderen Gebiet des Hafens. Also dann, Visira. Können wir uns endlich auf sie stürzen? Ja. Suchen wir diesen ehemaligen Swafnir-Schrein. Dort werden wir sie finden. Wird der wohl irgendwo im Wasser sein. Rafim hätte auch schon auf dem Weg einige Befehle in Richtung der Verkinas gebrüllt. Sie sollen sich hier und heute beweisen. Die Torwaller hören vermutlich nicht auf ihn, aber werden sich vermutlich auch in den Kampf stürzen. Sind die Dächer an dem Gebäude, wo wir lang gehen, da kann man rübersteigen, oder? Und einen besseren Blick auf den Hafen. Ja. Die Dächer sind flach, wie das in Aranien üblicherweise so ist, und ihr könntet nach oben klettern, wenn ihr mögt. Mit einigen Speeren oder mit der gesamten Mannschaft. Hört ihr das da drüben? Ich glaube, von dort oben haben wir einen besseren Blick auf den Hafen. So wissen wir, was uns auf der anderen Seite blüht. Ich könnte da hochklettern und einen Blick riskieren, jetzt der Nebel sich gelichtet hat. Dann los! Ja, da werfe ich mir den Gurt um mit der Abalone, die ich bis eben noch in der Hand hatte. Gespannt, wie sie natürlich vor so einem Vorhaben sein muss. Aber noch kein Bolzen drin. Und ja, fange an, in einem passenden Gebäude hochzuklettern, um mir bessere Sicht zu verschaffen. Ja, du kannst über verschiedene Tritte nach oben steigen. Es ist nicht sonderlich schwer für dich, aber nach grob einer halben Minute kannst du dann das Dach erreichen und dich auf den Boden legen. Du hörst einige Stimmen, die vom Hafen hervordringen, über den wenigen Wind noch zu dir getragen, aber dort befindet sich wohl jemand. Ja, dann robbe ich auf den Bauch weiter geduckt. Voran, bis ich da über den kleinen Rand des flachen Gebäudes rüberschauen kann. Du kannst einige Kuttengestalten erkennen, verhüllt in schwere Stoffe, die ihre Gesichter verbergen, nicht ganz aufrecht, nicht so groß wie du, ungefähr 1,50 groß, wenn sie sich aufrichten könnten, vielleicht 1,60, aber so mit ihrer verkrümmten Gestalt wesentlich kleiner. Marschieren, gehen, hopsen, springen, mit verkrümmten Beinen am Strand entlang und scheinen euch zu erwarten. Einige, die an den Steinen stehen, ihre Hände ins Wasser strecken, ins giftige, brackige Wasser. Und andere wiederum, die dort singen und kultische Handlungen vornehmen. Dann bleibe ich einen Augenblick und fange an, die Kultisten, die sind, zumindest soweit ich sie sehen kann, zu zählen, um die Gefahr einzuschätzen.
Ja, gib mir mal eine Kriegskundeprobe. Spähen oder so etwas als Talent, Spezialisierung wäre möglich. Auch andere kannst du mir anbieten. Ich glaube, haben nur Seekrieg. Jalan, du wirst erkennen, dass hier wohl einige Fallen für euch ausgelegt worden ist. Die sind nicht so sehr einfach zu erkennen. Einige Reusen, die am Hafen am Rand stehen, allerdings hinter den Reusen wohl Schnappmechanismen, Angelhaken, Krähenfüße, die ausgelegt worden sind. Im Nebel würdet ihr sicherlich draufgetreten sein, aber so wie die Swaffnige weiter den Nebel vertrieben hat, kannst du sie zumindest erkennen. Einige Stolperdrähte, die ausgelegt worden sind. Und du kannst auch erkennen, wie hier wohl ein streunender Hund an die Fenster genagelt worden ist. Wohl durch eine der merkwürdigen Fallen. Jo. Ich deute den anderen mit einer Handbewegung an, kurz innezuhalten. Dann sehe ich mich kurz um. Gibt es einen offensichtlichen Weg außen herum? Offensichtlich ist hier gar nichts. Nichts. Es gibt aber zahlreiche Gassen, zahlreiche Winkel, wo ihr euch verstecken könntet. Wir haben es jetzt, wo der Nebel vertrieben worden ist, du würdest sagen, nach der Tageszeit 14, 15, 16 Uhr. Bald wird es sicherlich untergehen. Kann ich eine Fährtensuchenprobe würfeln, um zu sehen, welchen Weg der Fallensteller genommen hat? Das ist eine sehr gute Idee. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Kannst du gerne tun. Kann ich ihn da unterstützen? Ja, du hast die Fallen entdeckt. Ihr könnt euch dann natürlich so ein bisschen abstimmen. Das größte Problem, was ihr aktuell habt, ist einfach, dass sie wohl wissen, dass ihr kommt. Das habt ihr gesehen und dass ihr nicht sehr unauffällig seid. Seid ihr einfach nicht. Ja, wir wollen jetzt nicht in den vorbereiteten Hinterhalt rennen. Voltax kann die Spuren lesen und deuten. Es gibt vor allem die Hauptstraße wurde mit Fallen gespickt. Jalan ist das wohl auch schon aus Romulus bekannt, wo ihr auch schon zahlreiche Fallen hattet von den Lolgramat-Baktierern. Und so könnt ihr einen Weg wählen, der wesentlich dunkler ist und der euch dann durch auch teilweise durch Häuser hindurchführt, bis ihr dann ein kleines Stück im Hafen zurückgelegt habt. Ihr könntet jetzt auch die anderen mitnehmen, wenn ihr mögt. Hattet das als Speer so ein bisschen ausgekundschaftet. Die warten aber noch an Ort und Stelle auf euren Positionsbericht. Und auch von Diamantes gibt es immer noch nichts. Der ist auf dem Dach verschwunden und für euch noch nicht zu erkennen. Okay, ich habe zwei Fragen. Erstens, wenn wir dieses Stück eine Weile zurückgelegt haben, sehen wir irgendwas, was aussieht, als würde man hier jetzt einen Hinterhalt für uns vorbereitet haben? Also im Sinne von, die sehen die Fallen, dann werden sie hier lang gehen und dann warten wir hier auf sie? Nee. Wirf mal ein Plus oder Minus? Minus. Ja. Du hast Boltax gerade begleitet, hat die Spuren so gedeutet und er ist da wohl durch ein Haus hindurch. Ihr könnt dann wie immer durch die Ruinen folgen. Hier würde wohl keiner leben. Dann stößt du die Tür auf und stehst direkt in sowas wie einer Küche. Selbst du musst den Kopf einziehen. Boltax kann ja gerade noch aufrecht stehen. Da kannst du sehen, wie vor dir eine Frau steht mit unglaublich glubschigen Augen, mit einem breiten Maul, musst du schon fast sagen. Es ist kein Mund mehr, es ist ein Maul. Und sie starrt dich verwirrt an mit ihren riesigen Augen. Ich beherrsche mich mal kurz selbst. What? Ich bin unter einem Märtyrersegen. Ich denke, die angemessene Handlung hier ist, auf die Frau einzustechen. Jalan ist vermutlich mit der Waffe in der Hand. Er hat noch eine Hand. Ja. Ich handhabe es genauso. Ja, Boltax, gepackt von deinem Gott, auch wenn du mit Kröten wenig zu tun hast, aber vor allem Jalan. Du hast vielleicht von Bidas mal erfahren, dass gerade Fex einen unglaublichen Hass gegen Kröten gezüchtet hat und gegen die Echsen. Es gab eine Familie namens Charazar, die er verflucht hatte. Aber das ist eine andere Geschichte. Und noch bevor sie reagieren kann, sich umdrehen kann, könnt ihr die Frau niederstechen. Sie geht neben ihrem Kessel zu Boden. Kannst noch sehen, wie sie wohl nach einem Schürhaken greifen wollte. Und in dem Kessel selber kocht eine kalte Suppe, kaltes Blubbern, was daraus hervordringt. Und du bist dir nicht sicher, ob das eine Fischsuppe ist. Ja, man verliert tatsächlich sein Schwert. Muss das erst etwas ungelenkt wieder aus dem, ich will nicht sagen aus der Frau, aus der Kröte herausholen. Er ist damit irgendwie ein paar Sekunden beschäftigt. Was denkst du, Boltax? Ist auch nicht wirklich Blut an deinem Schwert, sondern eher roter Schleim. Ja. Das war notwendig. Gezücht. Ich meinte eher, wenn wir die Trollzacke alle hier durchwandern lassen, fällt das auch auf. Ja. Und wenn wir nicht weitergehen und das zu den anderen mit aufschließen.
Wir sollten auf jeden Fall wieder zu den anderen. Na, wobei, wir sollten zumindest noch hinter diese Häuserecke gucken. Gut. Ich denke, das Vernünftige ist, dass wir von hier aus einfach wieder einen Weg zur Hauptstraße finden, suchen. Genau. Und also einen Weg, dass wir dann einen geschlossenen Weg von da, wo wir angefangen haben, bis jetzt in etwa auf der Höhe, wo wir sind, zur Hauptstraße haben und dann gehen wir zurück. Ja. Fast wärst du wohl in einen Stachel getreten. Du beugst dich interessiert ab, denn er glitzert und schimmert ein bisschen merkwürdig. Da kannst du wohl erkennen, dass das nicht nur irgendein Stachel ist, der von irgendeinem Tier kommt. Du erkennst den Stachel direkt wieder. Morphus. Oh. Wir nicht. Beeilen wir uns. Beeilen wir uns. Na gut. Als ihr aus den Häusergassen wieder herauseilt, könnt ihr direkt 5 Hieb-Äxte erkennen, die auf euch gerichtet sind und die dann, nachdem sie euch erkennen, wieder sinken. Oh, Freunde. Wir schließen uns den anderen auf. Ich schaue erstmal in die Runde. Ist die Amante schon wieder zurück? Nein. Und dann warten wir vielleicht noch so lange. Ich gebe Baltax und ich erkläre euch kurz die Lage. Der Amantes rollt sich gerade auf dem Rücken an den Hang des Gebäudes heran und nur sein Kopf lug einmal hervor. Kurz nochmal geguckt, ob alles im Lot ist, und dann sieht man ein wenig mehr von Diamantes, aber immer noch nicht allzu viel. Er richtet sich noch einmal seinen Zigarillo. Natürlich ein Zug. Und dann wird geschaut, ob ich Blickkontakt mit einem der anderen habe. Wenn nicht, dann klopfe ich ein, zweimal gegens Holz, aber auch nicht großartig, um aufmerksam zu erregen. Die sollten eigentlich wissen, dass ich hier oben bin. Galan wird versuchen, irgendwie auf Attack mit dir zu kommunizieren, verhaspelt sich dann, wedelt irgendwie mit dem rechten Arm und du verstehst nicht, was er meint, weil da ist keine Hand dran. Und dann wird er den nächstbesten anstoßen. Von dem er weiß, dass er Attack an. Abelmir? Ich glaube Abelmir, ja. Ja, was wollt ihr von ihm? Was wollt ihr ihm sagen? Wie es denn aussieht? Ich mach mal die Gesten. Sicht, Feinde? Fragezeichen. Auf kurzen militärischen Attack kriegst du Ja zurück. Banner, leicht bewaffnet. Nun scheinen 50 Mann dort hinten zu sein. Wenn die da sind und, Frage aus dem Off. Die sind auf der anderen Seite der Hauptstraße entgegen zu dem Weg, den wir gerade herausgesucht haben. Ja? Fragezeichen? Ja. Okay. Also könnten wir ihnen, wenn wir den Weg nehmen, den wir eben genommen haben, in den Rücken fallen? Sowas wie ein Rücken? Schwierig. Ja, wir können halt an dieser Stelle vorbei. Wir laufen halt, ich porte gerade auf der Karte, wir würden halt im Grunde hier langlaufen und hier wieder rauskommen, ja, und hätten die halt komplett umgangen. Ja. Und wenn die uns dann nachlaufen wollen, müssen sie halt erst noch bis hierhin nachlaufen, ja, dann sind wir schon wieder weiter. Ja. Okay. Und gut, wir haben einen Weg gefunden. Wir sollten hier entlang gehen. Das wird mit so vielen, wie wir sind, nicht unauffällig. Aber wir sollten schneller sein, als sie sich neu orientieren können. Ihr müsst die Köpfe einziehen. Ich sorge derweil dann für etwas Stille, während wir da durchgehen. Was ist mit Diamant? Das lasst ihn dort oben. Wir sollten ihn zumindest vorschlagen, zurückzukommen. Ich denke auch. Ja, ich gebe mal Zeichen zurück hier. Wird abgenickt und Amantes klettert dann wieder an der Fassade hinunter. Wir werden Brote brauchen. Ich hab 3 gesehen, aber am Swafnir-Tempel, die sind da gut. Sonst werden wir nicht über den Hafen kommen. Na gut. Dann wartet kurz. Da ist eine kleine Insel. Da, wo der Nebel sich gelichtet hat und wo ich glaube, dass die Effortgeweihte hingezeigt hat. Ein großer Steg, der ebenfalls ins Hafen führt. Und zur Insel kommt man. Wie man genau dahin kommt, kann ich nicht sehen, da das von Gebäuden, natürlich nicht sehen, da das von Gebäuden verdeckt wird. Aber Boote scheinen mir bestmögliche Alternative. Ich habe nicht gesehen, ob es einen Landweg gibt. Rafim, was hältst du von folgendem Plan? Wir nehmen den Weg, den wir gefunden haben, der sollte es einfach bis halb dahin bringen. Dann drücken wir zum Swafnir-Tempel durch. Alles, was gut rudern kann, also vermutlich Torwaller voran, geht in die Boote und setzt zur Insel über. Und die Trollzocker verschanzen sich im Hafen und halten uns den Rücken frei zusammen mit den Felkinas. Habt ihr denn Boote gesehen? Hat er doch gerade gesagt, 3 Stück. Die sind aber kaputt und so weit. Ich weiß nicht, ob sie seetauglich sind. Dafür waren sie zu weit weg. Ja, ich würde mich mal direkt an Jarlans Ohr beugen. Ich würde gern die Torwaller und die Verkinas hier lassen, weil ich denen nicht traue. Können deine Trollzocker rudern? Denn je länger wir auf dem Wasser sind, desto gefährlicher wird es.
Ja, ich hätte lieber treue Männer, die Scheiße rudern, als Männer, die uns... Und ich blick mal in die Richtung der einer gewissen Torwallerin, die vielleicht andere Pläne haben. Andererseits... Nun, ich werde mich hier auf dein Urteil verlassen. Ich möchte nur zu bedenken geben, als wenn wir erwarten, dass die unseren Rückzug sichern, es genauso in die Hose gehen kann. Wir haben so oder so nicht genug Boote, um mit den Trollzockern rüber... Ja, wir kämpfen uns erstmal durch und schauen uns dann vor Ort an. Gut, ich fand die Position, die ich dort oben eingenommen habe, auf den Dächern relativ gut. Ich konnte alles überblicken und konnte auf jene schießen, wenn es sein muss. Man kann über die Dächer marschieren. Ich würde abgeduckt auf dieser Seite hier so weit gehen, wie ich kann. Ihr seid dann alleine, ist richtig klar. Könnt ihr mit euch gehen? Ich kann nicht viel tun, aber wenn es hart auf hart kommt, sind zwei Männer besser als einer. Ist es wirklich klug, sich jetzt schon zu teilen? Jetzt sehe ich schon zu wenig. Vermutlich nicht, nein. Ja, wir werden euch brauchen, wenn es darum geht, diesen Monolithen da zu zerstören. Da werden wir jeden Mann brauchen. Ich denke auch, es ist klüger zusammen zu bleiben, bis zum Schloss. Nun gut, sortiert euch alle, Boltax. Wenn du was tun willst, ist jetzt wohl der Moment. Nun, dann werde ich wohl einen jungen Wirken. Alle bereit? Ich würde gerne die Trollzacker und die Torwaler und die Verkiner noch einmal vorwarnen, dass es jetzt gleich ruhig wird und dass sie in dem Haus ihre Köpfe einzuziehen haben. Boltax. Ja. Das wohl. Was ist unsere Aufgabe? Würde Skibion fragen. Auf Oberland. Sobald wir wieder aus dem Haus heraus sind, wird Rafim etwas dazu sagen. Er ist der Kampfherr. Okay, wir folgen. Gut. Sorgt dafür, dass es viel Fischblut gibt. Wir haben schon eine Kröte getötet. Ha. Ich will nicht eine, sondern den ganzen verdammten Rest. Und wenn es sein muss, alle 2000. Den sollst du bekommen. Ja, und dann würde ich gerne ein Silenzium wirken. Ich denke mal, das braucht 10 Minuten, bis wir auf der anderen Seite sind, oder? Also durch die Häuser? Ja. Auf 15. 15, okay, alles klar. Das sind. Und dann könnt ihr mir eine Orientierungsprobe geben. Gassen würden 10. Alle? Eine? Oder unterstützen? Eine. Oder? Also eine Kuppe von 12 Schritt. 12 Schritt? Ja. Ich muss auch nicht alle rein. 12? Ist es nicht 12 Schritt Radius? Ja, 12 Schritt Radius. Also 24 Schritt um dich herum. Na gut, doch in der Kuppel ist das okay. Ich probe mal kurz auch irgendwann. Durch die Häuser. Okay, dann führe ich uns tapfer voran. Da ich mich schon mal besser gewappnet sehe als Rafim. Ja, wollen wir mal Orientierung. Zumindest hast du den Weg vorgekundschaftet. Müsste ich dies shippen? Nö. Okay. Ja, es gibt ein widerwärtiges Flatschen, was niemand hört, zum Glück in dem Silenzium, als Stierbjorn den Kopf des Froschmenschens, des Wesens, noch einmal unter seinem Stiefel verschwinden lässt. Und nach grob 15 Minuten endet sowohl der Silenzium als auch euer Weg durch die Gassen. Ich habe eine kurze Zwischenfrage. Erwische ich irgendwann die Torwallerin vielleicht mal alleine? Nein. Schade. Hätte sein können. Also dicht an dicht gedrängt, wo alle in dem Silenzium stehen. Ja, hinter euch jemand, also hier ist niemand ungestört. Das ist leider wahr, aber Fragen kostet nichts. Bis ihr dann in einem großen Inneren eines Hühnerstalls steht, das passen zwar nicht alle rein, aber von hier aus könntet ihr durch ein Fenster steigen und dann auf die andere Straße blicken. Die Fensterläden sind noch verbarrikadiert. Ihr habt noch 5 weitere Fischmenschen aufgeschreckt und in Namen Silenzium umgebracht. Die sind, wie gesagt, noch verschlossen, die Läden. Ihr könnt aber auf der Außenseite sehen, wie hier in der Straße weitere Kultisten stehen und warten. Was mag Diamantes währenddessen tun? Der wollte sich nicht anschließen, ja? Ja, dann gehe ich über die Dächer. Dann kriechst du über die Gassen, über die Häuserdächer, was zumindest, solange du dich weiter verborgen hältst, bis hierhin kein weiteres Problem ist. Dann gibt allerdings ein kleiner Balken unter dir nach und du rutscht etwas weiter runter. Du kannst dich keinen einzigen weiteren Schritt bewegen.
Denn entweder gibt das weitere Gebäude unter dir nach oder du müsstest über die andere Seite kommen. Was magst du tun? Ja, ich lehne mich kurz zur Seite, damit ich den Balken besser betrachten kann. Mit meinem Zimmermannswissen schaue ich, ob ich da irgendwo gut hintreten kann und möchte, wie weit ist das? Über die Gasse ein Sprung von 5-6 Metern, ja.